Russische Verben, Konjugation, üben und lernen. Hallo und herzlich willkommen bei russlandjournal.de. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr in drei einfachen Schritten lernen könnt, russische Verben zu konjugieren. Der Konjugator befindet sich auf russlandjournal.de unter Russisch, Verben, Konjugation, üben. Den direkten Link findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Video. Dann gelangt ihr auf diese Seite mit allgemeinen Informationen. Hier könnt ihr auch sehen, wie viele Verben sich zurzeit im Konjugator befinden, in diesem Fall 200. Und in Schritt 1 wählt ihr aus, welche Zeit oder Modus ihr üben möchtet. Zum Beispiel Präsens, Präteritum, Zukunft oder den Modus Imperativ. Für unser Beispiel nehmen wir Präteritum und gelangen zu Schritt 2. In Schritt 2 bekommt man eine Liste aller Verben, die die Form Präteritum haben. In diesem Fall sind das alle 200 Verben. On Mouse Over wird mir die Übersetzung des jeweiligen Verbes angezeigt. Und über die Filterkriterien am oberen Ende der Seite kann ich die Liste weiter einschränken. Zum Beispiel durch Auswahl der Verbgruppe, der Regelmäßigkeit, des Aspektes, nehmen wir zum Beispiel unvollendet, und des Konjugationstypes, nehmen wir zum Beispiel die I-Konjugation. Wie man sehen kann, ist die Liste deutlich kürzer geworden. Hier kann ich bis zu 10 Verben auswählen, entweder manuell durch Anklicken der Checkbox oder durch Klicken auf den Button Zufall kann ich mir unterschiedliche Kombinationen von Verben selektieren lassen. Über Auswahl aufheben bekomme ich wieder die leere Liste. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur 2 Verben üben will, klicke ich mir die 2 Verben an und anschließend auf den Button Selektierte Verben üben und gelange zu Schritt 3. In Schritt 3 wird mir der Infinitiv des jeweiligen Verbes angezeigt mitsamt der Übersetzung und das Personalpronomen abgefragt, dessen Form ich in dieses Feld hier eingeben soll. Dies kann ich entweder über die normale Tastatur machen, wie man diese Tastatur auf Windows- oder Mac-System einrichtet, findet ihr in unserem Artikel unter diesem Link, oder man verwendet die Tastatur, die man hier einblenden kann, um russische Zeichen einzutippen. Oder wenn man die Lösung nicht weiß, kann man durch den Button Lösung das Feld vorausfüllen lassen und mit Enter abschicken. Färbt sich das Feld grün, war die Eingabe richtig und ich sehe auch an dem Statistikbalken, dass die Eingabe korrekt war. Anschließend wird das nächste Verb abgefragt, jestet, und ein zufälliges Personalpronomen abgefragt. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel mal einen Fehler machen, indem ich einen Buchstaben wegnehme. Das Feld färbt sich rot und der Statistikbalken verkürzt sich entsprechend. Wenn ich weitere Informationen zu dem jeweiligen Verb haben möchte, klicke ich auf Verbtabelle und bekomme alle Konjugationsformen angezeigt. Präsens, Präteritum, Zukunft und den Imperativ. Bei manchen Verben befindet sich auch ein solcher gelber Kasten mit weiteren Hinweisen zu Besonderheiten. Über den integrierten Player hier oben kann ich mir alle Konjugationsformen vorlesen lassen. Ездит. Я езжу. Ты ездишь. Он, она, оно ездит. Die Wiedergabe lässt sich jederzeit pausieren und fortsetzen. Мы ездим. Вы ездите. Они ездят. Und man kann die Wiedergabe auch komplett stoppen und von vorne anfangen lassen. Wer mehr über die Regeln für Verben wissen möchte, findet einen Artikel unter diesem Link. Und wer uns Anregungen oder Vorschläge schicken möchte, für weitere Verben zum Beispiel, kann uns gerne unter diesem Link kontaktieren. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Konjugator. Wir freuen uns schon über euer Feedback und Anregungen.
Den Konjugator gibt es auf www.russlandjournal.de/russisch/verbkonjugation und weitere Videos findet ihr in unserem YouTube-Kanal. Am besten gleich abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, Ida Skorova.